Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Familie Steinberg, vielen Dank. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, dass der Steinberg irgendwann gekommen ist, allein hat er sich nicht getraut. Er hat seine Frau mitgebracht, ihre vorgestellt, seine Tochter auch. Das sieht auch besser aus. Und dann gesagt, es gibt etwas ganz Tolles, sie sollen einen Kuh gestalten. Dann habe ich gesagt, also wen interessieren Sie sich dafür, ob ich einen Kuh gestalte? Dann habe ich gesagt, nein, da kommen ganz viele Gäste. Dann habe ich gesagt, warum kommen so viele Gäste zum Kuh? Ich gesagt, weil die einen, die müssen essen und trinken umsonst. Und die anderen zahlen für die Neuhauser Feuerwehrkapelle, damit sie erwähnt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so können wir das auch nicht miteinander finanzieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde kommen und freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte schon ein wenig Sorge, weil meine Mutter hat immer zu mir gesagt, oh, zwei Dinge darfst du nicht machen. Zu viel reden und zu viel saufen. Dass ich als Finanzminister jetzt fürs Bier in Bayern zuständig bin, meine Damen und Herren, ist leider eine schöne Sache geworden. Dabei ist, muss man dazu sagen, ist eine der schönsten Beteiligungen. Der Freistaat Bayern hat ja viele Beteiligungen. Ja? Wissen Sie, man schwankt ja immer so was Schönes, Landesbank oder Hofbräu. Auf jeden Fall fühlt man sich nach Hofbräu besser als nach Landesbank. Eine internationale Marke, das ist nicht wenigstens ein bayerisches Bier, es gibt es überall, allerdings immer etwas abgewandelt, das muss man dazu sagen. Also es gibt Hofbräuhäuser überall in der Welt, in New York beispielsweise, in Las Vegas, in China, ja. Also in New York gibt es Hähnchen, gibt es ein Händel mit Nudeln und Soße. In Las Vegas gibt es mit Siegfried und Roy. In China, also das letzte Mal war vor einigen Jahren, hat man es mit Cowboyhüten, Kakteen und irgendwelchen Insekten das Essen gebracht. Man sieht also, man ist relativ flexibel, was das Hofbräuhaus bewegt. Ich selber freue mich immer mehr auf zwei Termine. Das eine ist das Oktoberfest und das andere ist der Maibock-Anstich, wobei die völlig unterschiedlich sind, leider weiß das. Das Oktoberfest ist beliebt, da gibt es Bestellungen. Bei Maibock, der ist gefürchtet, da gibt es Ermahnungen für den jeweiligen Redner. Aber einmal im Jahr die Wahrheit sagen, ist für einen Politiker eine Freude, ohne danach bestraft zu werden, meine Damen und Herren. Das Oktoberfest dagegen ist natürlich wichtiger als Traditionsfest, als globale Visitenkarte Bayerns. Herr Reiter hat mir auch schon gestanden, eine Woche lang geübt. Sie haben eine außerordentliche Möglichkeit, Sie können anzapfen und dann eine Ostsee-Verordnung eine einschränken. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich, wir haben heute so eine Migrationsveranstaltung, ja, Oberpfälzer, Franken, alles miteinander auf der Bühne vereint. Für mich war das als Kind, das sage ich offen schon zu, durch die Wiesn, das Oktoberfest was ganz Besonderes. Wir sind einmal, also die meisten, bei den Bierpreisen damals und heute, sind wir also hingefahren und haben uns das angeschaut und das, was das Beeindruckende war, natürlich für so einen kleinen fränkischen Bub, was dann in der Westvorstadt war. Also bei uns gibt es immer ein Zelt, ne, ein kleines. Da gibt es nur Zelte fast. Da hat mein Vater gefragt, warum haben wir so viele Zelte in München? Hat er gesagt, ja, in München säuft mehr als der Franke. Und das Zweite, dann hat er zu mir gesagt, hat er gefragt, aber da ist doch dieser Leute sich in München. Warum ist der Münchner so privilegiert gewesen, dass wir ihn als Einzigen aus dem Himmel wieder zurücklassen haben? Der Rechtsstaat, das muss daran liegen, dass alle froh waren, dass er wieder weg war. Seit meiner Kindheit bin ich natürlich ein glühender Verehrer und Verfechter und habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt so einen Krug gestalten muss und gestalten darf, was kann man da nehmen? Und einige haben es gerade schon gesagt, Veitshöchheim, Sie kennen Veitshöchheim. Veitshöchheim ist das kulturelle Hochgewinn lebenslustiger Franken. Denn dort vereint sich eine lebensfrohe, weltoffene, sympathische Art. Und wir Franken sind das sowieso, sagen wir mal, sprachfertig. Wir sind Ethnolinguistiker und Verbalakrobaten. So ist seit frühester Zeit unser authentischer Botschafter Lothar Matthäus gewesen, meine Damen und Herren. Sinnbild der Sprachkultur Frankens gewesen. Und jedes Jahr versammeln wir uns dann erneut in Veitshöchheim und wir müssen uns kostümieren. Das stimmt, sie machen immer sehr originelle Kostüme. Der Ministerpräsident verkleidet sich immer als er selbst. Ich habe
die Leider ein bisschen genug. Weil wenn man einmal ein vernünftiges Kostüm hat, ja, muss man immer Kostüme bringen. Und dann leidet man übrigens drunter. Also ich habe mir mal als Punker verkleidet, ja. Es kam ein Sports Street Journal, wo drin stand, so sehen deutsche Filme seinerzeit Probleme bei der Einreise in die Vereinigten Staaten. Dann habe ich mich verkleidet als Marilyn Monroe. Bis heute muss ich die Heiratsanträge abarbeiten, meine Damen und Herren. Also, schwierig. Und dann, im letzten Jahr muss ich sagen, für dieses Kostüm, letztes Jahr war ich nicht der Christian Ubel. Leider, Sie kennen ihn ja noch. Weil ich zur letzten Sekunde gemacht habe. Ich muss dazu sagen, der letzte Amtstag war damals der Maibock-Anstrich. Und wir konnten, weil er musste bis 24 Uhr noch drin sitzen bleiben. Der Weiter kam und er hat echt sich was angetrunken, weil er Angst hatte, der bleibt morgen auch in der Tat. Jedenfalls habe ich auch immer sehr gemocht. Und wir haben uns ausgetauscht und haben wir uns auch verabredet in Franken. Ja, hat aber nie geklappt, da hat mir noch nie gefunden. Und jedenfalls hat er dann irgendwann einmal gesagt, dass er sauber ist, der ist so Frankenschreck. Ja, Frankenschreck, ja. Und dann habe ich mir überlegt, na wen dann könnte man eigentlich dann das mal als Motiv verwenden für diesen Buch. Es ist auch nicht so schwer zu zeichnen, zeigt ja mal die Figur, relativ rund und einfarbig, insofern was leicht. Ich muss sagen, der Schreck ist aber gar nicht schlecht, der tollkühne Held. Gibt Zucker absolute Schönheit. Ja, richtig schön kommen die Fotos nicht raus. Ja. Man braucht auch einige Zeit, bis man das wieder runterkriegt, die Farbe. Das Grün, Frau Hause, steht halt nicht jedem. Ja. Die muss auch gut ausschauen, wenn Sie das machen. Eine Farbkombination. Jedenfalls ist ja der Schreck aber schon ein sehr netter und schöner und deswegen habe ich mir überlegt, meine Damen und Herren, was ist die Wiesn? Sie ist schrecklich gut. Das Bier schmeckt super, das ist die tollste Veranstaltung, darum haben wir uns entschieden.